Stacheln an der Kruke, Stacheln an der Kruke, alles aussteigen, Endstation. Stacheln an der Kruke, Stacheln an der Kruke. So kommt die Katze mit Hut und Stacheln an der Kruke an, gleich nach Pfingsten. In der Backpflaumenallee mietet sie sich ein. Hier in diesem Haus. Und gleich darauf ist das Haus Nummer 17 auch schon voller Findelkinder und Sonderlinge. Das zum Beispiel ist Kapitän Knark, ein Seemann in Ruhestand. Und das Marianne, das Dudelhuhn. Jeden Tag legt es ein Ei für die Katze. Das ist, wie man gleich merkt, der Stolpervogel. Und das, wie könnte es anders sein, die Puddingbrumsel. Ein schwieriges Kind ist der Zappergeck. Ein hochbegabtes, wie die Katze meint, Baby Hübner, das zur Oper will. Das Lama ist äußerst verschlafen und geht dann immer rückwärts, während der Hundertfuß äußerst lichtscheu ist. Deshalb sammelt er auch nur ausgebrannte Glühbirnen. Eine große Hausgemeinschaft, die will ernährt sein. Die Katze ist die beste Häklerin weit und breit. So findet sie Arbeit bei Tapp und Tante. Sie häkelt den Leuten was vor. Das ist ein großer Erfolg. Aber für die Miete hat das Geld noch nicht gereicht. Der Direktor Maulwisch, dem das Haus gehört, ist ganz schön wütend. Aber am nächsten Ersten wird bezahlt, sonst setze ich euch alle auf die Straße. Sind es noch 4 oder 7 oder 3 Tage bis zum ersten Dudel-Dudel-Gag? 5 Tage, liebe Marianne, 5. Zapper, zapper, keck, keck, keck. Was ist 5? Wo ich endlich ein ruhiges Plätzchen gefunden habe. Schokoladenpuddingbrums. Ich fürchte, da braut sich etwas Unangenehmes zusammen. Die Stimmung ist gedrückt im Hause. Muss ich denn zum Städtele hinaus, oh, und du, mein Schatz, bleibst hier. Wenn ich wieder komm. Ruhe, Baby Hübner, Ruhe bitte. Wir müssen die Ruhe bewahren, meine Lieben. In 5 Tagen kann viel geschehen. Außerdem werden wir uns gründlich vorbereiten auf Herrn Maulwischs Besuch. Was? Nein, Kapitän. Wir werden ihn mit ausgesuchter Höflichkeit empfangen. Auch meine Eltern waren von ausgesuchter Höflichkeit. Du meinst, nur so können wir ihn umstimmen? Es ist unsere einzige Chance. Ausgesuchte Höflichkeit. Wuffs. Na gut. Außerdem beschließt man, das Haus zu putzen und zu schmücken und es dem Maulwisch so angenehm wie nur möglich zu machen. Wer sagt schon gern was Böses, wenn er verwöhnt wird? Doch am nächsten Tag macht die Katze erst noch eine hochinteressante Bekanntschaft. Hochgeschätzte Herrschaften, wir haben die Ehre, uns vorzustellen. Wir sind die Gebrüder Erbsenstein. Erfindungen aller Art. Für jeden Zweck, für jeden Anlass. Hier unser neuestes Werk. Die praktische Hosenstoffmaschine für jedermann. Nur ein Griff, ein Spannen und die zerrissene Hose ist in wenigen Tagen gestopft.
sehen Sie, staunen Sie, kaufen Sie. Was soll denn das? Kann ich seine Hosen gleich auf der Straße stoppen? Niemand in Stackeln an der Kruke interessiert sich für die Hosenstopfmaschine der Gebrüder Erbsenstein. Niemand, außer einer Person. Eine wunderhübsche Maschine. Guten Tag. Guten Tag, guten Tag, verehrte gnädige Frau. Da sieht man doch, wie wenig erfunden wird. Gerade für die langweiligen Werktage. Es fehlt einfach an Maschinen. Fensterputzmaschinen, Geschirreinräummaschinen, Füßewaschmaschinen. Es gibt wirklich noch viel zu erfinden. Endlich jemand, der uns versteht. Leider trage ich keine Hosen. Aber wie wäre es denn mit einer Mietebezahlmaschine? Leider ist uns solch eine Maschine noch nicht gelungen. Wir werden selbst dauernd auf die Straße gesetzt, weil wir die Miete nicht bezahlen können. Dann haben Sie nicht mal eine richtige Erfinderwerkstatt? Leider nein, verehrte gnädige Frau. Sie sollten sich mal unseren alten Weinkeller ansehen. Er steht ohnehin leer. Vielleicht wäre das was für Sie. Eine fabelhafte Idee, verehrte gnädige Frau. So wohnen kurz darauf 11 Leute in der Backpflaumenallee Nummer 17. Wenn man die Gebrüder Erbsenstein als 2 Personen rechnet. Aber das muss man ja. Auch wenn es Zwillinge sind. Ja, und kurz darauf ist der gefürchtete Tag da, an dem der Maulwisch erwartet wird. Kapitän Knark hat den Zaun angemalt. Marianne hat den Garten gejätet. Der Stolpervogel hat den Empfang geübt. Einen schönen guten Morgen, Herr Direktor Maulwisch. Darf ich um Ihren Hut bitten? Einen schönen guten Morgen, Herr Direktor Maulwisch. Darf ich um Ihren Hut bitten? Einen schönen guten Morgen, Herr Direktor Maulwisch. Darf ich um Ihren Hut bitten? Einen schönen guten Morgen, Herr Direktor Maulwisch. Darf ich um Ihren Hut bitten? Der Zappergeck hat nur Unfug gemacht, aber trotzdem eine hübsche Schleife bekommen. Baby Hübner hat tagelang sein Willkommenslied geübt. So ein Tag, so wunderschön wie heute. So ein Tag, der dürfte nie vergehen. Die Gebrüder Erbsenstein haben sich gleich nützlich gemacht. Im Nu war die Hosenstopfmaschine in eine Wegehakmaschine umgebaut. Sie hat auch fast einen halben Tag funktioniert. Sogar der Hundertfuß hatte sich vorbereitet, für alle Fälle. Seine Sammlung war sorgfältig nummeriert und geordnet in den Filzpantoffeln ausgestellt. Die Puddingbrumse dachte sich neue Puddingrezepte aus. Mehr war von ihr nicht zu erwarten. Spinatpudding, Brums, Löwenzahnblätterpudding, Brums. Das Lama allerdings schlief immer gleich ein, wenn es eine Arbeit übernommen hatte. Bis die Erbsensteins mal wieder eine Idee hatten. Irgendein besonderer Einfall fehlt noch. Etwas Außergewöhnliches. Soll ich ein Gedicht aufsagen? Da habe ich früher in der Schule immer gute Noten bekommen. Vom Draus, vom Walde komme ich her. Dudel, 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 lieber nicht, Kapitän Knack. Dann eben nicht. Dudel, dudel, was? Wie wäre es denn mit einer hübschen, mehrfarbigen Flurbegrüßungslampe? Guten Tag und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bin ein alleinstehendes Mädchen. Meine Eltern waren Also die Idee mit der Begrüßungslampe ist sehr hübsch. Aber Sie müssen sich beeilen. Morgen nach dem Frühstück wird der Herr Maulwisch hier auftauchen. Aber schon das Frühstück am nächsten Morgen geht schief. Was ist nur mit dem Kaffee los? Schmeckt scheußlich. Zapper, zapper, dreck, 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 dreck. Der Kaffee erinnert stark an Zahnpasta. Wuff.
Wie ist es denn nur möglich? Ich glaube, es war das Lama, Dudel-Dudel. Heute früh hat es hier die Zähne geputzt, ich hab's durchs Fenster gesehen. Und dabei hat es furchtbar niesen müssen. Dabei wird ihm die Zahnbürste in die Kaffeekanne geflogen sein. Au, wauer. Abscheulich. Man kann die Brühe nur wegschütten. Und ausgerechnet heute, wo wir schwierigen Besuch erwarten, da hätte man dringend eine Aufmunterung gebraucht. Und mehr Kaffee ist nicht im Haus. Ein schlechter Anfang für so einen wichtigen Tag. Und wie geht es dir? Die Brumsel hatte schon mitten in der Nacht Ohrenweh bekommen. Und nicht mal der Gedanke an Pudding konnte sie aufheitern. Brums, Brums, Brumsel, Brums. Und was macht mein Frühstücksei, Marianne? Tut mir leid, Dudel, Dudel. Du weißt es, jeden Tag, seit ich hier bei dir wohne, habe ich morgens ein Ei gelegt. Aber heute? Ich drücke und drücke. Vergebens. Das ist natürlich kein gutes Zeichen. Auch Herr Direktor Maulwisch hat einen schlechten Tag. Am Morgen sind ihm 3 Hemdknöpfe abgerissen, weil er wieder zugenommen hat. Jetzt ist er richtig eklig wütend. Achtung, Achtung, werte Herrschaften, er kommt, bitte die Plätze einnehmen, krächz, krächz. Dann kann ich ja wohl jetzt den Lampenstecker reinstecken, wie? Ja, Käpt'n Knack. Hübsch, sehr hübsch. So ein Tag, so wunderschön wie heute, so ein Tag. Der dürfte nie vergehen. So ein Tag, auf den man sich so freute. Und wer weiß, ob wir uns wiedersehen. Ich glaube, er kommt, Dudel, Dudel, Dud. Es will und will nichts werden mit dem Ei. Oh, Schreck, mein Hut wackelt. Guten Morgen, Herr Direktor. Morgen, morgen. Jetzt leisten Sie sich schon einen Portier, der bei Miete zahlen. Darf ich um Ihren Hut bitten? Nein, halt! Um keinen Preis! Krächz, krächz! Ist dieser Storch nicht bei Trost? Das ist feinste Sommerleinen. Echt, echt. Unverschämter Flattermann! Was ist das? Welches ist dieses? Nicht zu fassen. Ein ausgestopfter Lampenhalter. Eine Art Kamel offenbar. Oder schläft dieses Tier? Was ist los? Ich verstehe kein Wort. Ich bin ein lernstundes Mädchen. Mein Eltern waren arm, aber recht schaffen. Wo froh ich bin. Sprechen Sie doch so, dass man Sie versteht. Und wenn es regnet, hab ich kein Dach überm Kopf. Wo ist die Katze? Au. Aua, waua, 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 waua. Sie haben mich auf den Fuß getreten. Zapper, 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 geht, Fußtreter! So ein Tag, so wunderschön wie heute. Da sind Sie ja, Herr Maulwisch. Wir hatten schon befürchtet, Sie kämen nicht mehr. Bitte wart noch einen Augenblick, Baby Hübner. Puddingsalat. Dies ist kein normales Haus mehr. Dies ist ein... Aber nehmen Sie doch Platz. Eine Falle. Ein Attentat. Zappegick, zappegick, zappegick. Sie haben mich auf den Fuß getreten, mein Herr. Ich muss Sie leider daran erinnern. Wie kommt dieses widerliche Reptil dazu, über mich zu lachen? Ich bitte Sie. Er hat ja gar nicht gelacht. Er keckert. Wahrscheinlich haben Sie ihn erschreckt. Man hat mir das Stuhlbein angesägt. Das ist doch Blödsinn, Herr. Waff, waff. Brums, Brums, Brumsel. Was? Hinaus, Lumpenpack! Hinaus aus meinem Haus! Zappe, 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 böse! Dicke, zappe, geck! Man sollte ihn beißen, wahrhaftig. Wow, wow! Waff, 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 waff! Brums, 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 Brums. Krächz, krächz, krächz.
Dudel-Dudel. Das ist ja Dudel-Dudel-Dudel. Dudel-Gauk! Dudel-Gauk! Mörder! Attentäter! Man will mich wohl. Ja, glaubt man denn? Er ist verrückt geworden. Man muss mit allem rechnen. Hoffentlich steckt er uns nicht das Haus in Brand. Brums, Brums. La 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 la. Hinaus, Landstreicher, alle hinaus. Ach, wie bald ist wieder Aschermittwoch und die... Ausgeräumt wird jetzt! Wo steckt noch jemand von diesem Gesindel? Sicher haben sich welche oben versteckt. Und was bedeutet das hier? Eine Müllgrube in meinem Haus. In meinem unglücklichen Kindheitszimmer. Ein Drache, ein Ungeziefer. Sie haben mir ein Ungeziefer ins Haus gebracht. Das war aber wirklich nicht schön von Ihnen, wo ich gerade mit dem Umräumen meiner Sammlung fertig geworden bin. Sprechendes Ungeziefer. Man will mich vernichten. Ruinieren! Das ist das Ende. Gestatten Sie, dass wir uns bekannt machen. Wir sind die Gebrüder Erbsenstein. Erfindungen aller Art. Für jeden Anlass, jeden Zweck. Wo ist die Katze? Ich hätte Sie gern früher bekannt gemacht, aber Sie waren zu aufgeregt, Herr Maulwisch. Ist Ihnen was schiefgegangen, meine Herren? Leider ja, gnädige Frau. Wir haben wieder mal an einer Miete-Bezahlmaschine gearbeitet. Ich werde jetzt die Polizei verständigen. Dann melden Sie bitte auch, dass Sie mir auf den Fuß getreten sind. Und mein Ei zertreten haben. Und dass Sie schuld sind, wenn die schöne Lampe zerstört ist. Die wir eigens für Sie gebastelt haben. Werter Herr. Und meine Puddingbrumsel haben Sie ins Freie gejagt, obwohl sie Ohrenschmerzen hat, das arme Waisenkind. Brums, Brumsel, Brums. Und einen jungen Künstler, ein Wunderkind, haben Sie so erschreckt, dass es vielleicht seine Stimme verloren hat. Zapper, zapper, kick, kick. Ich glaube, er hat sogar die Sammlung vom Hundertfuß ruiniert. Es klang so. Erzählen Sie das ruhig alles der Polizei. Die werden ihn sicher gleich da behalten. Ein anständiger Mensch hätte sich wenigstens entschuldigt. Wow. Wo ist doch alles so gut gemeint haben, Brums? Ich werde nicht respektiert in diesem Haus. Unsinn. Wir sind alle höfliche, wohlerzogene Leute. Gutwillig. Vielleicht etwas einfältig, der eine oder andere etwas ungeschickt. Das will ich zugeben. Man stiehlt mir die Mütze, man sägt mir das Stuhlbein an, man lacht mich aus. Alles Missverständnisse. Und Sie veranstalten mir diesen Tumult im Haus. Nehmen armen Heimatlosen das Dach überm Kopf weg. Hören Sie auf! Ich kann Katzen nicht weinen sehen. Tut es Ihnen wenigstens leid? Hören Sie das nicht? Das ist dieser Jähzorn. Ich habe schon immer darunter gelitten. So ein schrecklicher Tag. Und wir hatten uns so liebevoll vorbereitet. Nur keine Tränen. Ich will ja alles wieder gut machen. Aber Miete haben Sie nicht bezahlt, das steht fest. Gewiss. Aber das Geld reicht leider nie. Alle wollen ernährt sein, alle sollen sich wohlfühlen. Geht es Ihnen nicht auch so? Nie hat man genügend Geld. Mir? Wieso? Ich habe immer genügend Geld. So richtig reichlich? Mehr als Sie brauchen? Selbstverständlich. Ja, wozu brauchen Sie dann noch die Miete? Ich möchte das Haus renovieren lassen. Das tun doch wir. Und außerdem wohnen wir es glücklich. Also gut, meinetwegen, hol's der Kuckuck. Ich schenke Ihnen die Miete. Sie können umsonst wohnen.
damit der Ärger endlich ein Ende hat. Vielen herzlichen Dank. Und sagen wir als Schmerzensgeld für alle 3 Zentner Schokoladenbrezeln. Später ist der Zappergeck eine Weile verschwunden. Man findet ihn im Bad. Mit Waschpulver hat er sich ein Schaumbad bereitet und davon getrunken. So gibt's zum Schokoladenbrezelfest noch kostenlos Luftballons. So wird dieser Tag doch noch ein glücklicher in der Backpflaumenallee 17. Doch wer glaubt, ab jetzt wäre die große Ruhe im Haus eingekehrt, der irrt sich. Ein paar Tage später werden hier merkwürdige Dinge geschehen. Ja, in Staken an der Kruke stand ein Häuschen mal leer. Heute wohnt drin die Katze und ein Haufen Leute mehr. Gute Donnerstag, Bergeck, wir ziehen nie wieder weg. Wow, wow. Uns gefällt's in dem Bau. Käpt'n Knack und das Lama, Stolpervogel und ich, alle finden's ganz toll in dem Haus von Maulwisch. Waff, waff, waff. Uns macht Spaß in dem Kaff. Und Zappergeck, wir ziehen niemals weg. Gibt's Frühstück meist draußen im Garten? Bei Mondschein, da sitzt man im Haus und spielt Karten. Wir ziehen nie wieder weg, Brumse, Brumse, Zappergeck. Uns gefällt dieser Bau. Doti, Doti, miau. Unsere Katze, die ist ein besonderer Schatz. Denn bei ihr findet jeder den richtigen Platz. Doti, Doti, Zappergeck. Wir ziehen nie wieder aus und bremsen. Wow, wow. Uns gefällt's in dem Haus. Musik.